Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute kochen wir gemeinsam einen Caesar Salad. Viel Spaß! Heute wird es simpel und einfach. Wir starten damit, den Romana Salat zu schneiden. Traditionell verwenden wir Romana Salat, aufgrund dessen, dass er um einiges aromatischer ist wie seine Verwandten, dem Eisbergsalat. Der Salat ist jetzt geschnitten und noch nicht gewaschen. Aufgrund von seiner Größe kann man ihn jetzt viel leichter reinigen. Bei den Tomaten wird lediglich der Strunk entfernt. Danach einfach in Spalten schneiden. Ich benutze hier die Tomatensorte Primora. Sie kommt aus Spanien und ist um einiges fester und verliert nicht so viel Wasser. Trotzdem verliert sie genug Wasser, dass wir das Brett einmal kurz mit Krepppapier sauber machen müssen, damit es das restliche Gemüse später nicht wegläuft. Für die Croutons könnt ihr gerne die Rinde an dem Brot ranlassen, diese stört später gar nicht. Die Hähnchenbrust in feine Streifen schneiden. Wir fangen an mit den Croutons. Dafür könnt ihr Butter oder auch Öl verwenden. Wenn ihr Öl verwendet, müsst ihr nur darauf achten, dass es nicht allzu heiß wird und ihr die Croutons schön langsam rösten lasst. Die Pfanne einfach mit etwas Küchenpapier von den Krümeln entfernen, dann könnt ihr sie auch gleich wieder für die Hähnchenbrust verwenden. Was jetzt nicht im Video zu sehen ist, in der Zwischenzeit einfach im Wasserkocher oder falls ihr noch eine Platte frei habt, zwei Eier kochen, je nachdem, ob ihr sie hart oder weich wollt. Wenn das Hähnchen gar ist und der Speck einigermaßen knusprig ist, könnt ihr das Ganze auch schon anrichten. Wer die Hilfsmittel an Bord hat, der kann das Dressing auch selber machen. Das ist relativ simpel, die Rezeptzutaten stehen im Internet. Allerdings habe ich keinen Mixer, um das zu machen, deswegen musste ich auf ein fertiges zurückgreifen. Und damit sind wir schon am Ende vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, erzählt es weiter. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Willkommen bei Camper Kulinarik.